Hey, hier ist Anjali. Hallo. Ich mache heute einmal mehr den steilen Aufstieg in Adliswil hoch zum Felseneck. Das geht hier hoch. Und das dauert etwa eine halbe Stunde und ist voller steiler Treppen. Das heißt, es ist wie Treppensteigen in einem Hochhaus, nur mit frischer Luft und besserer Aussicht. Ich zeige dir das mal. Hier bin ich hochgekommen. Da gibt es diese Treppen und nachher wird Steine an der Wand. Und dann geht das hier weiter und weiter und weiter und weiter. Es gäbe auch eine Seilbahn. Die fährt gleich hier oben. Die nehme ich dann wieder runter, wenn ich da mal oben bin. Ich dachte mir nämlich, dass ich etwas Sport mache, weil ich mich über Ostern nicht wirklich viel bewegt habe. Also weiter geht's. So, hier geht's jetzt dann gleich richtig los. Das sieht hier auf dem Video noch einiges weniger steil aus, als es ist. Diese Erfahrung habe ich auch schon beim Skifahren gemacht. Auf den Bildern sieht das immer so harmlos aus. Und wenn man es dann selber davor steht, dann ist es doch recht steil. Ja, in meiner Integralausbildung proklamiere ich ja immer den Sport. Das heißt, dass ich von mir aus weiß, dass wenn man innerliche Hindernisse überwinden will, man sich auch im Außen überwinden können muss. Das heißt, über seine Grenzen und Widerstände hinweggehen. Wenn man das schon nicht macht und dazu eignet sich der Sport, wenn man das nicht tut, dann ist es im Inneren auch sehr schwierig. Deshalb gehört es für mich zusammen, dass man im Äußeren sich motivieren kann und Hindernisse überwinden kann, so und es dann auch im Inneren tut. Also los! Es beginnt jetzt noch zu regnen, das macht besonders Spaß. Hier kann man etwas besser erahnen, wie steil das hier ist. Ich frage mich gerade, was diese Markierung am Baum, diese zwei weißen Striche zu tun haben. Keine Ahnung. Bin ich alleine hier? Bei dieser Hütte ist etwa Halbzeit. Da waren gerade zwei Jungs, die hatten eine riesen Anlage dabei. Das klang wie an der Street Parade. Wum, 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 wum. Ja, vielleicht braucht man zum Runterlaufen etwas anderes als zum Hochlaufen. Bis bald. Kurze Zwischenpause. Hier ist eine meiner Lieblingsstellen, weil ich jetzt langsam so hoch bin, dass ich Ausblick habe. Schau es dir mal an. Hier sieht man Richtung Berg und Richtung Zürich. Da sieht man noch nicht so viel, aber hier, schau mal, hier kommt der Zürichsee. Und man sieht schon in Richtung Rapperswil nach hinten. Hier unten etwas weiter rechts ist der Tierpark im Silwald. Nun sieht man auch auf die andere Seite, der Regen hat schon wieder aufgehört. Ich bereue gerade, dass ich meine Regenhosen anhabe. Nicht so praktisch, die geben einfach heiß. Aber dafür habe ich eine schöne Aussicht jetzt. Hier hinten in der Mitte, das ist der Uetliberg. Manchmal laufe ich von hier hoch aufs Felseneck und dann rüber zum Uetliberg und gehe dann mit der Bahn runter. Jetzt kommt auch gleich so eine kleine Felseneck-Gondel, mit der ich nachher wieder runterfahre. Aber ich denke, die erwische ich nicht mehr, ich nehme dann die nächste. Hier sieht man auch Zürich. Zürich hat etwas Sonne im Moment. Mega schön. Ja, bei mir geht's weiter. Hier kommt eine fiese Stelle. Wenn man es nicht weiß, nach der nächsten Kurve glaubt man eigentlich, man sei schon oben. Und dann merkt man, dass es doch nicht so ist. Tada! Und weiter geht's. Hier ist ein schöner Platz. Schau mal diese Felswand. Und wenn man eine Pause macht, kann man sich auch hier unten auf dieser Bank ausruhen und Richtung Zürich schauen oder in den Wald. Ich merke gerade, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe.
anstrengend. Aber bald habe ich es geschafft. So, ich bin angekommen. Gehe jetzt Richtung Restaurant Felseneck. Nicht um was zu trinken, sondern um die Aussicht zu genießen. Hier komme ich hoch. Hier ist der Ötliberg. Zürich. Zürichsee. Küsnacht, Erlenbach, Meilen. Auf unserer Seite Horgen, Talwil, Wadi kommt auch gleich. Und hier geht es jetzt bis nach Rapperswil. Mega schön. Das Felsneck ist sehr schön, auch zum draußen sitzen. Das ist wirklich ein Tipp, wenn man mal im Sommer draußen sitzen will und die Aussicht genießen will, dann ist es hier wunderbar an einem schönen Sommertag. Man kann wie gesagt hochlaufen, wie ich jetzt, oder man kann auch mit der Bahn hoch und runter fahren. Hier bin ich hochgekommen und hier geht es jetzt zur Seilbahn. Das ist noch 2-3 Minuten Weg, dann bin ich da. So, das ist die Bergstation Felsneck. Und meine Bahn kommt genau pünktlich mit mir an. So cool. Im vergangenen Jahr habe ich das sehr häufig gemacht. 2-3, manchmal 4-mal die Woche bin ich hier hochgelaufen, dann rüber zum Ötliberg und da wieder runter oder gleich hier wieder runter oder auch rüber Richtung Felsen, nicht Felseneck, Richtung Bucheneck und da wieder runter. Mir tut es besser als Joggen. Ich mag es lieber, wenn ich laufen kann. Wenn ich steil hochlaufen kann, dann kann ich mich verausgaben, aber es ist nicht so holprig und nicht so dum, dum, dum wie Joggen. Und man bekommt noch recht viel mit von der Umgebung und hat Zeit, sich alles anzuschauen und ist für mich etwas mehr in der Natur als beim Joggen. Deshalb mag ich es. So, hier bin ich angekommen in Altliswil. Jetzt gehe ich nach Hause, mache einen gemütlichen Abend. Kuschel mich aufs Sofa und ess was Gutes und ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Gute Erholung, bis bald. Ciao, ciao. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere jetzt gratis Anjali TV, indem du hier auf diesen Knopf drückst. Dann verpasst du kein Video mehr, denn wenn du dich das nächste Mal einloggst, wird mein Video schon für dich bereit sein. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis bald.